Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Shipping the Sunshine, Wasserstoff und Klimagerechtigkeit. Mein Name ist Lasse Thiel, ich arbeite fürs Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir haben die Veranstaltung heute organisiert. Zuerst nur anderthalb organisatorische Dinge. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen auf dem Weg rein. Die Toiletten befinden sich hier gegenüber. Genau. Ihr habt auch schon alle ganz brav eure Masken auf. Vielen Dank dafür. Genau. Ich werde nur ganz kurz einleiten. Wir haben gleich den Vortrag von Tobias Kalten und Johanna Thun von der Universität Hamburg und danach noch eine kleine Podiumsdiskussion, zu der wir Andrea Wieshölzer von Germanwatch und Charlie Dietz von Ende Gelände noch zu den beiden Referentinnen dazu holen. Genau, wir werden so ungefähr anderthalb Stunden insgesamt die Veranstaltung laufen lassen. Mal schauen, ob es am Ende vielleicht noch kurz Raum gibt, auch für Fragen von euch aus dem Publikum. Wird aber wahrscheinlich ein bisschen Zeit dann auch knapp werden. Genau, ganz kurz zu uns. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie existiert seit etwa 10 Jahren. Wir sind ein gemeinnütziger Verein in Leipzig. Wir sind kollektiv organisiert und arbeiten zu Themen wie Degrowth, Postwachstum, Sorgearbeit und ganz stark eben auch zu Klimagerechtigkeit. Und wir haben aktuell ein Projekt gestartet, Bausteine für Klimagerechtigkeit. Da wollen wir vor allem eigentlich positive quasi Transformationsschritte, die es aus unserer Sicht braucht, durchdenken und viele Begriffe, die auch so rumfliegen, auch in der Klimabewegung, versuchen so ein bisschen genauer zu bestimmen und auch zu überlegen, was bräuchte es eigentlich, um diese Dinge tatsächlich durchsetzen zu können. Da werden wir in den nächsten Monaten so eine Reihe von kleinen Veröffentlichungen machen zu Energiepreisen, zu Wohnraum, also zur Vergesellschaftung, zur Effizienz im Wohnbereich, zu autofreien Städten, zur Arbeitszeitverkürzung und noch einigen anderen Themen. Und als Start konnten wir dann ganz zu unserer Haut auch so ein bisschen noch so eine Kritikperspektive mit reinzubringen, weil wir das Gefühl hatten, diese Thematik von Wasserstoff ist gerade eine, die sehr, sehr stark diskutiert wird, immer wenn es gerade um industriellen Umbau geht, vor allem in Deutschland. Vor 2 Jahren wurde ja auch die nationale Wasserstoffstrategie das erste Mal beschlossen und wird jetzt gerade überarbeitet, und gleichzeitig hatten wir das Gefühl, das ist ein Thema, das sehr, sehr viel in so technischen Fachkreisen diskutiert wird und sehr wenig, aber eigentlich auch als ein gesellschaftspolitisches Thema und als ein Thema, was eben auch global und auch in Deutschland eben auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und um dem so ein bisschen zu begegnen, haben wir in den letzten Monaten auch eine Reihe von Treffen gemacht mit also WissenschaftlerInnen, mit Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, mit Aktivistinnen auch aus der Klimabewegung, haben uns ausgetauscht, genau zu diesem Themenkomplex Wasserstoff und Klimagerechtigkeit. Und das Ergebnis davon ist jetzt gestern frisch erschienen in dieser Broschüre, die ihr auch am Eingang und hier hinten im Saal gefunden habt, die ihr euch auch gerne mitnehmen dürft. Die ist genau auf Deutsch und Englisch hier verfügbar. Und genau, anlässlich dieser Veröffentlichung, es ist heute Abend also auch so eine kleine Release-Party quasi, haben wir diese Veranstaltung organisiert. Würde jetzt auch direkt das Wort übergeben für den Vortrag an Johanna und Tobias. Die beiden arbeiten im Forschungsprojekt H2 Politics an der Universität Hamburg. Und ihr promoviert dort, beide auch richtig, zu diesen Themen. Wir hatten da schon einen kleinen Input von den beiden zu, im Laufe unserer Diskussion, fanden das sehr gut, beziehungsweise Tobi, du hattest den damals gemacht, und die beiden haben auch eine Box beigetragen über Wasserstoffexportprojekte im globalen Süden, die in dieser Veröffentlichung zu finden ist. Und das fanden wir eigentlich einen super Startpunkt für die Diskussion, gerade auch zur Wasserstoffimportthematik. Und damit möchte ich euch das Wort übergeben. Danke, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung und wir freuen uns, heute den Abend zu eröffnen mit einem kurzen Vortrag zu Wasserstoffimporten und Klimagerechtigkeit. Wir werden so ein bisschen in die Wasserstoffdebatte einführen, die deutsche und die europäische Importstrategie vorstellen und auf die Folgen für die Exportländer im globalen Süden eingehen. Und wer in letzter Zeit so ein bisschen diese Wasserstoffdebatte verfolgt hat, hat irgendwie bekommt den Eindruck, dass so ein regelrechter Hype um Wasserstoff entstanden ist. Und Wasserstoff ist eben gerade in Zeiten einer verfehlten Klimapolitik derzeit der Hoffnungsträger, um die globale Erhitzung zu begrenzen. Und dabei aber grundlegend auch den wachstumsorientierten Kapitalismus und eine ressourcenintensive Lebensweise auch nicht in Frage zu stellen. Und dabei spielt eben vor allem der Import aus Ländern des globalen Südens nach Europa und Deutschland eine große Rolle, eben weil in vielen Gegenden im globalen Süden die Solar- und Windpotenziale höher sind, die Erzeugungskosten für Wasserstoff niedriger und weil aber auch hierzulande der Ausbau von erneuerbaren Energien politisch auch sehr brisant ist und die Ausbauziele werden jetzt schon nicht erreicht. Das heißt, es würde auch zu einer Zuspitzung von Flächenkonflikten kommen, würde der ganze Bedarf an grünem Wasser, an Wasserstoff, sollte der aus Deutschland, in Deutschland erzeugt werden, dadurch gedeckt werden. Und in unserem Forschungsprojekt befassen wir uns eben mit diesen Wasserstoffstrategien und mit den Risiken und Gerechtigkeitsfragen, die eben für die Erzeugerländer im globalen Süden entstehen. Und würden gerne anfangen mit so einer kurzen Einführung nochmal, was ist Wasserstoff und warum gibt es den in unterschiedlichen Farben? Also Wasserstoff ist ein flüchtiges, leicht entzündbares Gas und es hat eben den Vorteil, dass es große Mengen an Energie über lange Zeiträume gut speichern kann, ist auch transportfähig und das macht es eben attraktiv für die Energiewende und wenn Wasserstoff eben verbrannt wird, setzt es auch kein Treibhausgase frei, sondern nur Wasser. Um nun aber Wasserstoff herzustellen, braucht es große Mengen an Wasser und an Energie. Es ist ein relativ energieintensives und kostspieliges Verfahren. Es nennt sich Elektrolyse. Und je nachdem, welche Energiequelle genutzt wird, spricht man dann auch von unterschiedlichen Farben. Es gibt eben den grauen Wasserstoff, das Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Den gibt's schon, der wird schon sehr lange auch in der Industrie eingesetzt. Und der Großteil des Wasserstoffs, der global eingesetzt wird, ist grauer Wasserstoff. Dann gibt es den blauen Wasserstoff, das ist Wasserstoff, der auch mit fossilen Brennstoffen, insbesondere Erdgas, erzeugt wird, aber das CO2, das bei der Verbrennung anfällt, wird eben abgeschieden oder soll abgeschieden werden und gespeichert werden und nicht in die Atmosphäre entlassen werden. Das ist also diese Technologie der CO2-Ausscheidung und Speicherung ist relativ umstritten, ist teuer, ist auch nicht unbedingt marktreif. Und hinzu kommt auch noch, dass bei der Erzeugung von blauem Wasserstoff mit Erdgas bei der Förderung, beim Transport, beim Speichern von Erdgas eben auch oft Methanlecks entstehen und Methan ist nochmal ein sehr viel stärkeres Treibhausgas als CO2. Deswegen ist die CO2-Bilanz von blauem Wasserstoff oftmals gar nicht so gut. Es gibt dann noch den türkisen Wasserstoff, das ist auch aus Erdgas, aber statt dass CO2 freigesetzt fällt fester Kohlenstoff als Nebenprodukt an. Dann gibt es den pinken Wasserstoff, der wird aus Atomkraft erzeugt. Und schließlich gibt es eben den grünen Wasserstoff und der hat die beste Klimabilanz, der ist aber auch nicht unbedingt emissionsfrei, weil eben auch für grünen Wasserstoff Vorprodukte benötigt werden, wie Elektrolyseure, Solar- und Windpaneele und die haben eben auch einen CO2-Fußabdruck und es wird Energie benötigt für die Speicherung und Transport von Wasserstoff. Wasserstoff kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und es gibt so ein ganz breites Spektrum und in der Debatte vertreten eben manche die Ansicht, dass Wasserstoff in möglichst vielen Bereichen auch eingesetzt werden sollte. Also beispielsweise auch im Wärmebereich oder im Mobilitätsbereich, um so einen schnellen, breiten Abnahmemarkt zu schaffen und den Markthochlauf zu fördern. Und dann gibt es andere, die argumentieren, Wasserstoff ist eigentlich auf absehbare Zeit ein sehr teures und sehr knappes Gut. Daher sollte es aus wirtschaftlicher und auch aus klimapolitischer Perspektive nur für schwer zu elektrifizierende Arbeitsprozesse eingesetzt werden. Das ist dann vor allem in der Stahl-, in der Chemieindustrie, in der Düngemittelindustrie und im Logistiksektor. Und die Frage aber auch, welche Mengen an Wasserstoff jetzt eigentlich benötigt wird in diesen Industrien, in diesen Sektoren, die hängt auch damit zusammen, wie groß die Energieeinsparungen in den nächsten Jahren sein werden, ob diese Sektoren weiter wachsen oder auch eben auch schrumpfen werden.
Um jetzt Wasserstoff aus Drittländern nach Deutschland und Europa zu bekommen, muss eben auch die Transportfrage geklärt werden. Und hier gibt es auch noch viele Fragezeichen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Wasserstoff zu transportieren. Zum einen als Gas, also das heißt dann auch über Pipelines. Allerdings ist Wasserstoff ein flüchtigeres Gas als Erdgas. Das heißt also, bestehende Pipelines müssten umgerüstet werden, teilweise unter hohen Kosten oder müssten eben auch neu gebaut werden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dem Erdgasnetz, das bestehende Erdgasnetz zu nutzen, wenn Erdgas-Wasserstoff beigemischt wird in geringen Mengen. Oder eben das bestehende Erdgasnetz zu nutzen, wenn Wasserstoff über dem, so einen Prozess, der nennt sich Methanisierung, in Erdgas verwandelt wird. Das sind so Möglichkeiten, Wasserstoff per Pipeline zu transportieren, innerhalb Europas und aber auch, es gibt Pläne auf Nordafrika, von Nordafrika Wasserstoff per Pipeline nach Europa zu bringen. Dann gibt es die Möglichkeit, Wasserstoff auch per Schiff zu transportieren und dafür muss er erstmal in andere, wird der, eine Möglichkeit ist es, in andere Produkte umzuwandeln, beispielsweise Ammoniak. Das kann dann per Schiff transportiert werden, das geschieht heute auch schon und kann dann entweder direkt verwendet werden als Input in der chemischen Industrie beispielsweise oder kann dann wieder umgewandelt werden in Wasserstoff. Eine dritte Möglichkeit ist eben auch Wasserstoff bei sehr niedrigen Temperaturen zu verflüssigen und dann kann es eben auch per Flüssig, als Flüssiggas per Schiff transportiert werden, ähnlich wie heute auch Flüssiggas LNG per Schiff transportiert wird, allerdings mit auch nochmal anderen chemischen Eigenschaften. Das heißt, es gibt auch, das bedeutet, es gibt auch weltweit gerade nur ein Schiff, das wirklich auch Flüssigwasserstoff transportieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit, Transport als flüssigen organischen Wasserstoffträger. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu transportieren, aber so ein bisschen zusammenfassend, es bedeutet eben oftmals hohe Kosten für Umrüstung von Pipelines oder für Neubau von Pipelines. Andere Transporttechnologien sind teils noch nicht marktreif und für die Umwandlung eben transportfähige Produkte braucht es teils auch nochmal große Mengen an Energie und all das macht den Import und den Transport, aber auch den Import von Wasserstoff eben kostspielig, ineffizient und unsicher. Und derzeit werden eben, ja, deshalb werden in Deutschland ja gerade große Infrastrukturpläne für den Import von Flüssiggas, von LNG gefasst und der Bau von diesen neuen Pipelines, von diesen Terminals für den LNG-Import, der wird unter anderem damit legitimiert, dass diese Infrastrukturen, die aufgebaut werden, H2-ready sein, also später auch für den Wasserstofftransport genutzt werden können. Und inwiefern das wirklich zutrifft, ist allerdings umstritten. Es gibt eben keine konkreten Vorgaben, was H2-readiness bedeutet im LNG-Beschleunigungsgesetz. Die Umstellung auf Wasserstoff, der Terminals auf Wasserstoff soll erst ab 2044 verpflichtend sein, was viel zu spät ist, um die Klimaziele auch zu erreichen. Und es gibt eben auch technische Unabwägbarkeiten. Die Umstellung auf Wasserstofftransport bedeutet eben auch Umrüstung. Und das Erdgasnetz ist auch nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Wasserstoffnetz. Also man müsste viel stärker auch industrielle Großkunden anbinden. Und deswegen besteht eben die Gefahr, dass dass dort nicht Wasserstoffinfrastrukturen geschaffen werden, aber fossile Infrastrukturen gebaut werden und fossile Abhängigkeiten dann auch zementiert werden. Und dann komme ich jetzt zu den politischen Wasserstoffstrategien, zuerst zur europäischen Strategie. Die wurde 2020 veröffentlicht im Rahmen des europäischen Green Deals. Und die hat eben das Ziel, in Europa bis 2030 40 Gigawatt Elektrolyseleistung aufzubauen. Das ist ungefähr, entspricht so 10% der derzeitigen Stromerzeugungskapazitäten in Europa. Und sie hat zusätzlich nochmal so einen Importfokus. Also es sollen noch einmal 40 Gigawatt als Elektrolyseleistung im Nicht-EU-Ausland aufgebaut werden und dann eben als Import, die dann eben für den Import von Wasserstoff nach Europa vorgesehen sind. Außerdem soll eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, das heißt eben regionale Erzeugungscluster, Verbrauchercluster und die Verbindung dazwischen zwischen Pipelines, mit Gaspipelines und so weiter. Und der Schwerpunkt in der EU-Strategie liegt zwar auf grünem Wasserstoff, aber unter dieser Bezeichnung Low Carbon Hydrogen, also kohlenstoffarmer Wasserstoff, fällt eben auch blauer Wasserstoff. Vermutlich auch pinker Wasserstoff, das ist so ein bisschen strittig. Und blauer Wasserstoff ist hier auch vor allem prominent, weil es einen starken Einfluss auch von Lobbygruppen aus der Erdgasindustrie gab.
die hier eben versucht haben oder auch sehr erfolgreich versuchen, gerade ihr fossilistisches Gesellschaftsmodell mit blauem Wasserstoff als Brückentechnologie in die Zukunft zu retten. Dann gibt es in der EU-Debatte zu Wasserstoff, werden gerade auch Kriterien formuliert, die Wasserstoff erfüllen muss, um auch als grün zu gelten. Und die sollen eben sicherstellen, dass auf Strom aus erneuerbaren Energienanlagen zurückgegriffen wird, die zusätzlich gebaut wurden und eben nicht aus Strom aus fossilen Kraftwerken zurückgegriffen wird. Und darüber hinaus gibt es aber noch keine so richtigen Nachhaltigkeitsstandards oder Zertifizierungssysteme mit so Herkunftsnachweisen für importierten Wasserstoff. Die deutsche Wasserstoffstrategie, die hat eine ähnliche Ausrichtung. Unterschied ist aber, dass die bislang zumindest ausschließlich auf grünen Wasserstoff setzt. Und der Fokus ist hier neben den klimapolitischen Zielen auch ganz klar so industriepolitische Ziele. Also es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken im internationalen Vergleich und deren Versorgung mit grünem Wasserstoff sicherzustellen. Und es geht auch darum, die Marktführerschaft bei Wasserstofftechnologien zu erlangen. Bis 2030 wird da ein Bedarf von 90 bis 110 Terawattstunden ermittelt. Das ist ungefähr ein Fünftel des aktuellen Stromverbrauchs. Es sollen 5 Gigawatt Elektrolyseleistung bis 2030 errichtet werden. Das wird sich jetzt mit der Überarbeitung der nationalen Wasserstoffstrategie, die ansteht, wahrscheinlich noch einmal verdoppeln. Und der weitaus überwiegende Teil, also über 85%, soll importiert werden. Das hat eine sehr starke Importausrichtung, soll importiert werden eben innerhalb von der EU, aus Ländern in Südeuropa und von Anrainern in Nord- und Ostsee und auch aus dem nicht-europäischen Ausland. Frage, ist das in der letzten Folie alles auf Strom basiert? Die Terawatt, Ja, Gigawatt. ja. Also das heißt, Die. der Wasserstoff an sich hat mehr Energie drin. Also gibt es chemische Elemente auch davon. Sondern es ist nur eine Umwandlung da. Das ist quasi, dass das was als Elektrolyseleistung, quasi 5 Gigawatt, das ist die Leistung der Elektrolyseure, ja. Genau, und um sich quasi Zugang zu grünem Wasserstoff aus dem nicht-europäischen Ausland zu verschaffen, setzt vor allem Deutschland auf das Instrument der Wasserstoffpartnerschaft mit Drittländern. Und über diese Partnerschaften sollen eben exportorientierte Wasserstoffprojekte umgesetzt werden. Es werden exklusive Abnahmevereinbarungen für grünen Wasserstoff getroffen und sollen eben neue Exportmöglichkeiten und Absatzmärkte für Wasserstofftechnologien geschaffen werden. Und diese Partnerschaften werden eben oftmals oder die in diesen Partnerschaften werden oftmals die Win-Win-Potenziale herausgestellt. Also Deutschland erhält eben grünen Wasserstoff und deutsche Unternehmen können Wasserstofftechnologien exportieren und im Gegenzug erhalten eben die Partnerländer Direktinvestitionen, Arbeitsplätze, Entwicklungschancen und können ihre eigene Energiewende vorantreiben. Das ist allerdings erstmal nicht so empirisch bewiesen. Es ist erstmal auch unklar, ob diese gegenseitigen Vorteile auch entstehen. Und es besteht eben auch Gefahr, dass sie es nicht tun und dass die Vorteile eher auf der einen Seite anfallen, die Nachteile auf der anderen. Und eine andere Perspektive betont eben stärker auch die Gefahren, dass in diesen Partnerschaften neokoloniale Abhängigkeitsverhältnisse reproduziert werden und dass so etwas wie ein neuer Energiekolonialismus auch entstehen könnte, der eben auf der Extraktion von Energieressourcen aus dem globalen Süden für die Energiewende und für wirtschaftliche Profite im globalen Norden beruht. Und um das Ganze auch nochmal zu veranschaulichen, an Fallbeispielen und so ein bisschen auch zu zeigen, was sind die konkreten Risiken, die entstehen und was sind die Gerechtigkeitsfragen, die damit einhergehen, übergebe ich jetzt an Johanna. Vielen Dank. Genau, wie Tobias vorhin schon ein bisschen erzählt hat, beschäftigen wir uns in dem Projekt mit den sozial-ökologischen politischen Risiken von vor allem der deutschen Wasserstoffstrategie. Und dabei haben wir uns auch bestimmte oder die Länder angeguckt, die in der deutschen Wasserstoffstrategie vorkommen. Und genau, da vor allem guckt in den Ländern, was gibt es für länderspezifische Risiken, was sagen aber auch die Partnerschaften eigentlich aus oder die verschiedenen bilateralen Abkommen, was implizieren diese und wie sieht aber auch eigentlich eine globale Wasserstoffgovernance aus und inwiefern ist die gerecht oder repräsentativ für neokoloniale Verhältnisse. Ich genau, stelle jetzt mal zwei Projekte vor, die wir uns genauer in unserem Uni-Projekt angeguckt haben. Eines dieser Projekte ist in Namibia und das ist gerade sehr im Spotlight von der deutschen Wasserstoffstrategie.
Da dort zum einen 75,7 Millionen US-Dollar für den Ausbau der nationalen Wasserstoffstrategie investiert werden von Deutschland. Das heißt, Deutschland unterstützt sozusagen die nationale Wasserstoffstrategie aufzubauen und zu gucken, wie kann man das vielleicht auch noch lokal mit integrieren mit anderen Energiepolitiken und so weiter, und hat deswegen auch einen sehr hohen Einfluss und Stellenwert bei der Implementierung dieser. Ein anderes Projekt oder was überdies gerade in Namibia passiert, ist das Hyphen Hydrogen Energy. Das ist ein Joint Venture aus Enertrag, einem deutschen Hersteller erneuerbarer Energien, und der Investmentgesellschaft Nicholas Holdings. Die haben die bis dato oder aus anderen Quellen größte Ausschreibung in der Geschichte des Landes gewonnen und planen mit 9,4 Milliarden US-Dollar, also eine Investition von 9,4 Milliarden US-Dollar im Südwesten des Landes, Anlagen zu errichten, die 300.000 Tonnen grünen Wasserstoff jährlich produzieren sollen, also eine riesige Menge. Vielleicht kurz zum Vergleich, diese 9 Milliarden entsprechen ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt von Namibia in 2020, welches sich auf 10,4 Milliarden beläuft. Und diese 9 Milliarden sind auch genauso viel, wie die gesamte deutsche Wasserstoffstrategie überhaupt beträgt. Also es ist ein riesiges Projekt. Das Projekt selber oder dieser Wasserstoffpark soll im Zaukeib, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nationalpark implementiert werden. Das ist ein Sperrgebiet, also ein Nationalpark, der und einer der artenreichsten Regionen eigentlich in Namibia. Und insgesamt umfasst diese Fläche 4000 Quadratkilometer. Ich glaube, da schwingt schon einige Risiken mit, die man sich vielleicht denken kann. Ein großes Risiko bei diesem Projekt ist dadurch, dass es ausdrücklich exportorientiert ist. Das heißt, also genau, der Wasserstoff, der dort produziert soll, ist ausschließlich für den europäischen oder ausdrücklich für den europäischen Markt gedacht. Damit besteht die Gefahr, dass sich Wasserstoffenklaven bilden, beziehungsweise Enklavenökonomien, da zum Beispiel Technologien und die Arbeitskräfte ausschließlich aus dem globalen Norden dorthin gebracht werden und dann aber auch die Güter, die dort produziert werden, in dem Fall Wasserstoff, ausschließlich zurückgebracht werden und lokale Industrien gar nicht integriert werden in diesen ganzen Prozess. Was darauf hinweist, ist zum Beispiel, dass Namibia bis dato halt noch keine Wasserstoffstrategie hat. Das heißt, diese nicht existente Strategie ist auch nicht mit lokalen erneuerbaren Energiepolitiken zum Beispiel verbunden und findet deswegen eher außerhalb von der domestischen Industrie gerade statt. Was dabei auch eine Gefahr ist, ist, dass fossile Lock-ins forciert werden. Dadurch, dass erneuerbare Energien zum Beispiel nur gebaut werden, um dieses Wasserstoffprojekt letztendlich in Gang zu kriegen, um diesen Wasserstoff dann zu exportieren, heißt, dass die lokale Bevölkerung, aber auch die lokale Industrie nicht von diesen erneuerbaren Energien profitiert und dadurch fossile Energieträger halt weiter forciert werden und nicht für die Dekarbonisierung zum Beispiel oder eigene klimapolitische und energiepolitische Ziele benutzt wird. Das kann natürlich auch mit Wettbewerbsnachteilen einhergehen, gerade auf globaler Ebene. Und was auch noch interessant ist bei diesem Projekt, ist, dass der namibische Staat sich mit 24% an dem Projekt beteiligt. Und dadurch, dass es aber alles noch sehr in der weiten Zukunft ist, wann dieser Wasserstoff praktisch produziert wird, exportiert wird und so weiter, und die Technologien auch noch teilweise sehr in den Anfängen stehen, falls ein Misserfolg eintritt, dann wäre der namibische Staat bzw. die lokale Bevölkerung würde diesen Misserfolg praktisch tragen und die Kosten auch, falls das Projekt sich nicht materialisiert oder nicht so läuft, wie es laufen sollte. Generell war das auch ein sehr intransparentes Vergabeverfahren. Also der namibische Staat hat dieses Projekt ausgeschrieben und dann konnte man sich darauf bewerben als Unternehmen. Und es ist aber bis heute kein Statement erlassen worden von der Regierung, was eigentlich innerhalb von, ich glaube, ein paar Wochen passieren muss, wenn so ein Vergabeverfahren vergeben wird. Wurde immer noch nicht gesagt, warum jetzt genau dieses Konsortium oder dieses Joint Venture. Und es ist tatsächlich auch sehr, ein paar von diesen Konsortium-Teilnehmern sind auch tatsächlich ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise haben eigentlich nicht die Erfahrung, die man mitbringen müsste, um so eine große Ausschreibung mit diesem Investitionsvolumen zu gewinnen. Genau, das ein bisschen zu Namibia. Da gibt es, glaube ich, noch genau weitaus mehr Sachen, wie zum Beispiel sozialökologische Folgen für die Artenvielfalt in diesem Nationalpark und so weiter. Ein zweites Projekt, was gerade sehr im Fokus steht, beziehungsweise immer mal wieder aufgrund der Wasserstoffdämme im Fokus stand, ist in der Demokratischen Republik Kongo. Da ist das Wasserkraftprojekt Grand Inga oder generell die Inga-Staudämme. Das ist ein 80 Milliarden teures US-Dollar teures Investitionsprojekt. Aktuell, ich versuche mal raufzublicken. Okay, ich glaube, es funktioniert nicht. Doch, da gibt es zwei Staudämme, die seit 1972 und 1982 schon bestehen.
und Elektrizität produzieren, aber auch sehr viel für den Export, also lokale Bevölkerung profitiert davon eigentlich nicht. Es ist jetzt schon seit sehr vielen Jahren geplant, dieses ganze Projekt, Wasserstaudammprojekt auszubauen mit Grand Inga und mit dem Start von Inga 3, was hier ist, um dann noch 5 weitere Staudämme sozusagen zu bauen, um insgesamt eine Nennleistung von, ich glaube, ja, 44 Gigawatt zu schaffen, und insgesamt würde das 80 Milliarden Euro kosten. Aktuell steht der Plan, dass diese Megastaudämme zur Erzeugung von grünem Wasserstoff gebaut werden sollen, um den dann wiederum nach Europa zu exportieren. Seit 2009 waren da verschiedenste Projektpartner, Investoren dran beteiligt. Es waren chinesische Unternehmen, es war mal Südafrika, Angola war mit drin. Zuletzt war die Weltbank auch mit drin als Investor, hat sich aber 2010 herausgezogen aus der Finanzierung, weil es teilweise an Machbarkeitsstudien fehlte, teilweise auch wegen Korruption und so weiter. Und jetzt hat sich kürzlich der australische Bergbaukonzern Fortescue Metals Group dazu entschieden, mit diesem Investitionsvolumen von 80 Milliarden Dollar in dieses Projekt rein zu investieren. Und der größte Abnehmer ist tatsächlich der deutsche Energiekonzern E.ON, der sich verpflichtet hat, bis 2030 jährlich 5 Millionen Tonnen dieses Wasserstoffs zu beziehen aus dem Projekt aus der Demokratischen Republik Kongo. Wenn es gebaut würde, wäre es auf jeden Fall eines der größten Wasserstoffprojekte der Welt, was durch eine Bergbaufirma tatsächlich finanziert wird. In einem Land, was selber sehr von Energiearmut betroffen wird. Neben eventuell oder wahrscheinlich im Greenwashing, heißt es, dass die laufenden, vor allem genau Energiearmut weiter forciert werden würde. Weniger als 20% der kongolesischen Bevölkerung haben Zugang zu Energie. Tatsächlich ist gar kein Stromnetz vorhanden, um die lokale Bevölkerung damit zu versorgen. Und die Regierung hat aber auch explizit gesagt, dass der erzeugte Strom durch dieses Projekt für Bergbauindustrie, Stromexport und Export von grünem Wasserstoff nach Europa verwendet werden soll und damit halt nicht der lokalen Bevölkerung dient. In dem spezifischen Fall mit Fortescue, aber auch in anderen Fällen ist es eigentlich so, dass mit der Regierung immer geredet wird, aber dass die Konsultation der lokalen Bevölkerung nicht stattfindet. Und in dem Projekt auch nochmal krass ist, dass allein durch diesen Bau von dem Inga 3, also dem dritten Kleinen, ausgeschlossen von dem, würden schon 37.000 Menschen tatsächlich displaced werden und ihrer ökologischen, kulturellen Lebensgrundlage entzogen werden. Abgesehen davon ist es auch ein riesiger Eingriff in das Flussökosystem. Und machen wir weiter. Wie wir da vielleicht schon gesehen haben oder diese Beispiele gezeigt haben, die Projekte in diesem spezifischen Case, aber auch in vielen anderen, gehen mit Vertreibung von Tausenden von Menschen einher, es ist eine Ausbeutung von Ressourcen für den europäischen Markt, mit wenig oder gar keinem Nutzen für die lokale Bevölkerung, massive Auswirkungen auf Biodiversität. Und was wir allerdings auch gesehen haben in dem Projekt oder generell, ist, dass Wasserstoffpartnerschaften schon bestehende Ungerechtigkeiten verstärken und halt nicht zu diesem sehr oft postulierten Win-Win-Szenario oder gerechten Transitionen, Energietransitionen und sowas beitragen. Diese Wasserstoffungerechtigkeiten, und das ist immer ganz wichtig zu betonen, resultieren voneinander abhängigen Prozessen auf globaler, lokaler und lokaler Ebene. Diese Ungerechtigkeiten sind Zusammenspiel von der globalen Wasserstoffgovernance, von Wasserstoffpartnerschaften und der Gestaltung von diesen Projekten, aber auch von spezifischen sozialen, ökologischen, politischen Bedingungen in Erzeugerländern, wie zum Beispiel vorher schon Energiearmut, aber auch Arbeitsrechte und so weiter. Das heißt, dass diese Einbettung im neoliberalen, nationalistisch auf den Import ausgerichtete Wasserstoffstrategie, exportorientierte Wasserstoffprojekte diese Ungerechtigkeiten eher forcieren und aber auch reinspielt, ob zum Beispiel höhere Dürrerisiken oder Energiearmut vorherrscht. Letzte Folie vielleicht zu Wasserstoff und Klimagerechtigkeit, um dann auch in Diskussionen überzugehen. Wie das eigentlich zusammenhängt, forciert sich auch immer mehr in der sozialen Bewegung. Wir haben hier zum Beispiel entsprechende Proteste in Mexiko, in Kanada und in Neuseeland, die sich schon dagegen aussprechen, zum Beispiel dagegen, dass Pipelines gebaut werden, gegen die Wasserstoffpläne der Regierung und so weiter. Und sich ganz klar dafür aussprechen, dass Wasserstoff nicht benutzt werden kann und den das Konsumverhalten zum Beispiel des Nordens aufrechtzuerhalten und dass es auf jeden Fall mit Ansätzen wie DGOF und so weiter einhergehen muss. Und letztendlich müssen für eine gerechte Wasserstoffwirtschaft verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien eingehalten werden, die halt von den globalen Regeln der Wasserstoffwirtschaft bis hin zu Umsetzung von Wasserstoffprojekten auf lokaler Ebene umgesetzt werden müssen. Und
Genau. Das war's von Blase. Vielen Dank euch. Ich bin sehr beeindruckt, wie zeitlich diszipliniert, überdiszipliniert auf den Punkt ihr das vorgetragen habt. Es gäbe jetzt Raum, wenn ihr Verständnisrückfragen habt. Also wir würden jetzt noch nicht so richtig in die Diskussion einsteigen, sondern erstmal quasi nur versuchen sicherzustellen, dass alle soweit mitgekommen sind. Sind da Fragen bei euch offen zu dem, was ihr gerade gehört habt? Hier eine Meldung und dann hinten. Diese beiden Projekte in Afrika, die du angesprochen hast, wie konkret sind die? Sind da schon irgendwie die Exporttechnik irgendwie vorgegeben? Ist da schon geplant, dass man dann Pipelines in irgendwelche anderen Länder? Also ich stelle mir jetzt gerade in Namibia irgendwie sehr kompliziert vor, das zu organisieren, das Zeug mit den Wasserstoff dann auch irgendwie nach Europa zu bekommen. Ist das schon irgendwie festgelegt oder ist das nur so ein Memorandum of Understanding? Das eine ist ein Memorandum of Understanding, das andere ist halt wirklich, bei Namibia bin ich mir gerade ganz sicher, ob es schon konkrete Abnahmeverträge gibt, wenn das die Frage ist, aber aus Namibia würde es per Schiff transportiert werden nach Europa. Und da werden Technologien ja gerade ausgetestet und es ist aber, es steht glaube ich fest, dass vor 2030 werden aus Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel Namibia oder DRC, werden keine Wasserstoffimporte nach Europa kommen, sondern es wird ja innereuropäisch abgehandelt, weil es vorher noch gar nicht möglich ist, technologisch. Genau, beantwortet das die Frage? Ja, mich würde interessieren, ob in dem Projektkonsortium in Namibia auch afrikanische Unternehmen involviert sind, weil ich weiß, dass Eltertag zum Beispiel auch mit SASO aus Afrika zusammenarbeitet an anderen Stellen. Und auch wenn natürlich sehr klar ist, dass das Projekt als solches jetzt nicht unbedingt positiv für die dortige Bevölkerung und Industrie ist oder wirklich dieser Nachteil. Man stellt sich ja schon auch manchmal die Frage, ob innerhalb von solchen Projekten, wenn solche Unternehmen dort involviert sind, es Spillover-Effekte geben kann. Und daher die Frage sozusagen, wie ist das auf den unteren Prozessketten sozusagen, sind da lokale Unternehmen involviert oder? Das kann ich bis dato leider gar nicht sagen. Einmal, weil es relativ undurchsichtig ist, B, weil ich eher sagen würde, nein, aber ich weiß, vielleicht weißt du dazu mehr? Weißt du auch nicht? Ja. Ja. Dann hier eine Frage. Ich versuche noch die Größenordnung ein bisschen zu verstehen. Die 5 Gigawatt in Namibia, Solar, heißt es also installierte Leistung und nicht Dauerleistung, weil im Vergleich zu den anderen, was sie was kauft, das heißt Dauerleistung. Ja. Habe ich deswegen einen großen Unterschied in wie viel Wasserstoff rauskommt, weil es war 300.000 Tonnen, genau. Bei Namibia und allein E.ON als größter Kunde sozusagen hat schon besprochen, wie wir die in den anderen Projekt nehmen wollten. Ja. Und das auch so nicht ganz mathematisch in der Seite, die Gigawatts sind installierte Leistung und nicht Dauerverfügbarkeitsleistung. Ja. Ist das dann so? Ist es deswegen die Diskrepanz? Das kann gut sein, das müsste ich nochmal nachschauen, tatsächlich. Ja. Aber danke für die Frage. Ja, nochmal zu dem Namibia-Projekt. Ich habe mich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Leute, als ich mit dem Heinrich-Böll-Stift in meinem Büro in Südafrika habe, ich die letzten Wochen mehrfach mit namibischen Journalisten, investigativen Journalisten zu dem Thema telefoniert, um gerade herauszufinden, ein bisschen mehr Licht in dieses Projekt zu machen. Und als erstes, die planen schon 2026 zu exportieren. Die sind schon relativ positioniert und weit, das ist zumindest der letzte Plan. Zweitens, es gibt eine Website, die heißt bh2namibia.com. Die ist wirklich sehr interessant. Also geht mal drauf und guckt euch den Downloads-Bereich und guckt euch die Dokumente an. Da habe ich schon den Eindruck, dass Namibia sehr strategisch vorgeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die nur von irgendwelchen Investoren gejuckt werden. Die sind nicht ganz blöd und die haben auch durchaus einen industriepolitischen Ansatz. Die gründen ein nationales Hydrogen Institute, wo die systematisch Fachkräfte ausbilden, um sowohl sozusagen vorgelagert als auch nachgelagert industrielle Effekte zu erzielen. Insofern ist es, und sie wollen systematisch nicht rein Wasserstoff, sondern sozusagen danach, also Hydrogen und Dünger und so weiter, also die nachfolgenden Verarbeitungsstädte aufbauen. Also insofern ist das meines Erachtens, für mich ist dies an der Stelle, könnte es durchaus sein, dass es nicht so ganz blöd ist, wie man es auf den ersten Blick ansieht. Und
Insofern möchte ich einfach ein bisschen davor warnen, zu schnell hier den Stab zu brechen. Ich glaube, man muss sich die Sache genau angucken. Es ist beim Männertrag die südafrikanische Untergesellschaft, ist sozusagen diejenige, die da im Konsortium da ist. Das heißt, es ist letzten Endes eine südafrikanische Firma, die dort wieder investiert, zusammen mit der Nicolas Holding, was aber da genau, also welche Deals da genau von denen gemacht werden, da sollen wir eben halt Leute vor Ort setzen, die Firma genauer nachhaben. Mhm. Kann ich nicht sagen, was da rauskommt. Vielen Dank für die Perspektive. Das ist voll wichtig, weil wir schauen ja gerade wirklich nur so von außen raus. Genau. Ja, nee, genau. Der nächste Schritt ist dann halt wirklich Feldstudien in konkreten Ländern und dann, genau. Vielen Dank aber. Super. Ja, finde ich. Ich sehe gerade keine Hilfe mehr. Dann würden wir einmal ganz kurz umbauen und fragen. Es gibt uns die letzte Frage und danach können wir umbauen. Ja, ihr habt ja diese coole Grafik gezeigt, wo Wasserstoff Sinn macht und wo es vielleicht auch wieder so aus der Sicht. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen was zur Akteurslandschaft in Deutschland sagen? Wer das ein bisschen pusht? Also klar, es gibt eine Regierungsstrategie, aber wer sitzt da vielleicht noch mit dem Boot? Was sind da so die Akteure? Das könnt ihr vielleicht auch so wissen. Also es ist vor allem im Interesse auch der Gasindustrie, dass es möglichst breite Anwendungsbereiche findet, also vor allem auch, was eben umstritten ist im Wärmesektor, eventuell auch im individuellen im Mobilitätsbereich. Das heißt, weil wenn es diese breite Anwendung gibt, dann braucht es auch schnell mehr Wasserstoff und das heißt auch eben auch blauen Wasserstoff, also Wasserstoff, der eben aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Das heißt, da gibt es ein sehr starkes Interesse. Ich habe den Eindruck, dass in der Autoindustrie, die sind inzwischen wieder weggekommen von der Brennstoffzelle. Das ist jetzt klar auf E-Mobilitätskurs. Da wurden jetzt technologische Entscheidungen getroffen, die so leicht nicht mehr rückgängig zu machen sind. Aber was den Wärmemarkt noch angeht, ist es gerade auch noch umkämpft. Also jetzt neue Gasgeräte, also Heizungshersteller, werben jetzt damit, dass ihre Geräte eben auch H2-ready sind, also auf Wasserstoff umgestellt werden können. Und genau, und damit wird eben auch der Einsatz von Gas im Wärmesektor eben weiter fortgeschrieben und nicht umgestellt, beispielsweise auf elektrifizierte Wärmepumpen. So. Also genau, das ist auf jeden Fall gerade noch sehr umstritten. Genau, also das so ein bisschen vielleicht so als Einordnung. Ich mache ergänzend, weil ich mit der beschäftigten Zementindustrie, also nicht, weil sie Wasserstoff selber sozusagen den Prozess brauchen, aber weil sie vorhaben, mit den abgeschiedenen abgeschiedenen Emissionen, den abgeschiedenen CO2 sozusagen und Wasserstoff zusammen grüne Kraftstoffe Ja, vielen Dank. Dann würden wir jetzt einmal kurz den Tisch wegräumen, damit wir hier das Podium von mir ausbauen können. Genau. Vielen Dank euch für den Vortrag. Wir wollen jetzt noch ein paar zusätzliche Perspektiven einbringen. Sorry, dass euch jetzt die Sichtachse so ein bisschen verrate. Wir zeichnen die Diskussion jetzt auch auf und werden später auch bereitstehen. Sind jetzt noch Charlie und Mehr dazu gekommen. Schön, dass ihr hier seid. Da wir natürlich bisher noch nie so viel sagen durften, werden jetzt die nächsten Fragen auch mit höherer Priorität an euch beide gehen. Zuerst an Lea. Als German Launch habt ihr auch eine recht differenzierte Position zu Wasserstoff, was zum Beispiel kürzlich mal einerseits geschrieben, dass Wasserstoff schon auch ein sehr wichtiger Baustein für den Klimaschutz in der EU ist und gleichzeitig aber eben auch seine eigenen Probleme und Risiken mit sich bringt. Wir haben jetzt ja eben auch schon einiges über die Risiken gehört in dem Vortrag. Vielleicht magst du noch mal kurz auf den Punkt bringen, warum aus meiner Sicht ist eben auch ein wichtiger Baustein und auch eine positive Chance in der Wasserstoffentwicklung liegt. Voll gerne. Ich hatte das Gefühl, wir waren gerade schon viel weiter, aber vielleicht hilft es auch, vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und
Im Grunde geht es darum, dass wir ja auf den Pariser kommen wollen. Das heißt, wir müssen unsere Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme möglichst schnell klimaneutral ausgestalten. Das heißt, wir müssen die Sektoren Energie, Mobilität, Industrie, aber eben auch Landwirtschaft bis 2045 auf Klimaneutralität bringen. Das ist das politisch vorgegebene Ziel. Und insbesondere im Energie- und Industrie, aber auch im Mobilitätsbereich, geht es halt darum, dass wir viel Energie einsparen, dass wir viel effizienter werden, auch im Umgang mit Ressourcen, Materialien, Energie, aber eben auch, dass wir die heutigen fossilen Strukturen aufbrechen und halt eben durch erneuerbare Energien ersetzen. Und da kommen wir in den meisten Anwendungsbereichen eigentlich ganz gut mit erneuerbarem Strom zurecht, aber in manchen Anwendungsbereichen eben nicht. Wir haben vorher die Wasserstoffleiter von Liebreich gesehen, die quasi aufzeichnet, welche Sektoren dann quasi die Hard-to-Abate-Sektoren Anwenderinnen sind, also diejenigen, die eigentlich nur sehr schwer oder eigentlich nicht darstellbar elektrifiziert werden können. Wir haben schon festgestellt, es ist vor allem eben die Chemieindustrie mit der Düngemittelproduktion, aber eben auch anderen Prozessen. Das ist die Stahlindustrie, die heute auch noch sehr von Kohle abhängig ist. Aber das sind eben auch Langstreckenschiffsverkehr, auch Langstreckenflugverkehr und eben andere Schwerlast, potenziell andere Schwerlastanwendungen, für die wir zum heutigen Stand noch keine anderen Lösungen haben. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um ein Stromsystem, das zunehmend eben von schwankenden erneuerbaren Energien abhängig sein wird. Das heißt, da braucht es auch eine Lösung, um das System zu stabilisieren. Und da ist eben auch Wasserstoff aufgrund der Eigenschaften, die Tobias vorhin auch quasi angesprochen hat, interessant, weil sich das gut als Langzeitspeichermedium eignet. Genau, das heißt, wir brauchen Wasserstoff tatsächlich, um klimaneutral zu werden, um vor allem die Sektoren Industrie und Verkehr auf Null Emissionen zu bekommen und um ein zunehmend volatiles Stromsystem zu stabilisieren. Ja, vielen Dank, dass du es auf den Punkt gebracht hast. Dann würde ich jetzt mal in Richtung an Charlie die Frage richten, du bist hier heute für Ende Gelände, es stehen ja bei euch die Aktionstage in Hamburg jetzt an, wo es stark eben auch gegen diesen LNG-Ausbau geht und für einen Gasausstieg und auch eben mit einem antikolonialen Schwerpunkt, wo eben auch diese Nord-Süd bzw. im Fokus stehen. Jetzt hat neulich eine Ortsgruppe von euch auf Twitter geschrieben, irgendwie, wenn wir einen Gasausstieg sagen, dann meinen wir nicht nur Erdgas, sondern eben auch Wasserstoff. Kannst du nochmal erklären, warum gehören die beiden für euch so eng zusammen, in eurer Perspektive? Genau, also da zum Einstieg einmal diese Idee, Wasserstoff und Erdgas zusammenzudenken, kommt eigentlich nicht von uns, sondern von der Industrie. Das sieht man auch daran, dass sich gerade der Lobbyverband Zukunft Erdgas in Zukunft Gas umgewandelt hat, beziehungsweise umbenannt hat. Und dann kann man natürlich sagen, als Endgeländer interessiert uns eigentlich herzlich wenig, was die Industrie macht, aber um Scheinlösungen, die die Industrie uns verkaufen möchte, zu entlarven, müssen wir eben auch diese Zusammenhänge herstellen. Und um das, wie ich schon gesagt habe, so als Scheinlösung zu entlarven, nutzen wir eigentlich immer so drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Wasserstofftechnologie gerade eigentlich ja primär dazu genutzt wird, Investitionen, milliardenschwere Investitionen in Energieinfrastruktur zu rechtfertigen, wie er auch schon gesagt hat, Lock-in-Effekte zu hervorzurufen. Ob die Umrüstung dann wirklich stattfinden kann, ist nach wie vor schwierig, das haben wir heute auch schon gehört. Also für uns ist es eigentlich so eine Art trojanisches Pferd, was die Bundesregierung da nutzt, Erdgas und Wasserstoff zu verbinden. Der zweite Punkt ist, dass beide Kraftstoffe für uns ein Symbol einer technikgläubigen und kapitalistischen Energiestrategie sind. Es sind, wie gesagt, am Scheinlösungen. Vor 3 Jahren wurde mal gesagt, oder auch vor 5, wir brauchen jetzt Erdgas als Brückentechnologie, jetzt heißt es eher Wasserstoff ist die Lösung. Es geht eigentlich gerade primär darum, Profite zu sichern und nicht einen Wandel in der Gesellschaft herbeizuführen und auch nicht in unserem Wirtschaftssystem. Und der dritte Punkt ist die neokoloniale Ausbeutung, die damit einhergeht, wir haben es auch schon gehört. Und
Hier möchte ich nicht nochmal das betonen, was du, Johanna, gerade ja schon so schön erklärt hast, sondern auch nochmal dazu anzuregen, sich das mal vorzustellen, was es heißt, wenn mehrere tausend Leute vertrieben werden. Wir reden jetzt hier so nüchtern drüber, aber das bedeutet, dass den Leuten die Lebensgrundlage entzogen wird und das Menschenleben behalten. Wenn man diese drei Punkte zusammennimmt, ist es für uns eine ganz klare Schlussfolgerung, dass wir sagen, Wasserstoff und Erdgas verhindern eigentlich, dass wir einen tatsächlichen Systemwandel hin zu einer erneuerbaren Zukunft beschreiben. Danke dir. Dann würde ich wieder in die andere Richtung nochmal gehen zu Andrea. Wenn ich das so richtig mitschneide aus den Debatten der letzten Zeit, sind ja, also gerade auch deutsche Umweltverbände, so ein bisschen auch in der Zwickmühle, wenn es jetzt um diese Frage geht, wie viel Wasserstoff soll eigentlich in Deutschland produziert werden und wie viel soll importiert werden. Und zum einen gibt es eben natürlich jede Menge, wie wir schon gehört haben, Sorgen um die tatsächliche Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit bei bestimmten Importprojekten und andererseits ja durchaus auch Ängste, dass mit zu schneller Wasserstoffproduktion in Deutschland dann eben auch die Energiewende in anderen Bereichen gefährdet werden könnte. Da gibt es teilweise auch Szenarien von verschiedenen Instituten, in denen dann teilweise auch sogar noch höhere Importanteile vorgesehen werden als in der offiziellen Strategie, gerade aus dieser Sorge heraus. Wie siehst du das und in welchem Verhältnis würdest du vorsehen, dass eigentlich dieses Gleichgewicht zwischen Importen und Produktion eben auch lokal in Deutschland austariert werden sollte? Ich glaube, in der Zwickmühle sind nicht nur die NGOs tatsächlich, sondern das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Die Frage, die ja dahinter steht, ist im Grunde, wie schaffen wir einen Wasserstoffhochlauf, der schnell geht, aber trotzdem auch nachhaltig ist, weil es ist, das Thema Nachhaltigkeit wird schon auch mitdiskutiert. Es ist nicht so, dass es wirklich nur um Industrieinteressen da geht. Wir haben ja mittlerweile auch eine andere Regierung, die durchaus auch andere Aspekte in ihre Entscheidungen mit einbezieht. Jetzt muss ich kurz schicken, weil mein Kopf halt auch schon ein bisschen langsam ist. Es geht halt nicht von heute auf morgen, die nötigen Elektrolysekapazitäten aufzubauen, die nötigen erneuerbaren Kapazitäten aufzubauen, die Infrastruktur aufzubauen für den Transport und dann noch die Anwendungsseiten zu transformieren. Die Stahlindustrie muss ihre kompletten Prozesse einfach komplett austauschen, wenn sie das machen will, nur als Beispiel. Und das braucht halt einfach Zeit. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen. Wir haben vorhin schon gehört, 2030 ist so ein Zeitraum, der wahrscheinlich auf jeden Fall genutzt werden muss, um diesen Hochlauf erstmal langsam hinzubekommen. Und ich sehe da tatsächlich auch gar nicht so, dass heimische Produktion und Importe gegeneinander ausgespielt werden. Das, glaube ich, wirkt in der Wasserstoffstrategie so, dass der Fokus einfach nur auf Importen ist. Aber tatsächlich nehme ich die Diskussion mittlerweile auch sehr anders wahr. Eigentlich war es schon immer ein bisschen anders, weil es auch ein originäres industriepolitisches Interesse Deutschlands ist, auch erstmal in Deutschland die Elektrolyseure und so weiter aufzubauen, um diese Technologieführerschaft, wie es immer heißt, auch zu behalten. Also das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der dann in der Diskussion manchmal so ein bisschen vergessen wird, dass das durchaus auch ein Treiber für die Bundesregierung, die Entscheidungen dabei ist. Wie Johanna gesagt hat, vor 2030 sind Importe eigentlich relativ unrealistisch. Davon gehen die meisten wissenschaftlichen Studien auch aus. Die meisten Studien gehen aber dann auch davon aus, dass nach 2030 Importquoten von 50-70% wahrscheinlich sind. Das heißt, das sind dann nicht die 90%, die wir in der Wasserstoffstrategie gesehen haben, aber schon eine wahrscheinlich große Abhängigkeit auch von Importen. Und ich finde das trotzdem richtig zu sagen, oder immer wieder aus Klimagerechtigkeitsperspektive darauf hinzuweisen, dass Deutschland auch erstmal selbst seine Hausaufgaben machen muss. Dass wir erstmal in Deutschland den erneuerbaren Ausbau wieder in Schwung bringen müssen, dass wir vor allem auch bei dem Thema Effizienz und Energieeinsparungen vorankommen müssen. Das merken wir momentan ja auch sehr deutlich, dass das ein Thema ist, das lange verschlafen wurde.
Das heißt, da muss auf jeden Fall noch mehr passieren und da, glaube ich, geht auch noch mehr, als manchmal in Diskussionen auch behauptet wird. Und ein Potenzial, was ich denke, das tatsächlich noch eher unterbelichtet ist, ist das des europäischen Handels mit Wasserstoff. Weil während in Deutschland die Potenziale für Wasserstoff, also die wirklichen großflächigen Aufbau von Wasserstoffkapazitäten wahrscheinlich beschränkt ist, ist es in anderen Ländern wie Portugal oder Spanien nicht so. Und die haben wirklich auch große Lust, sich als Exporteurinnen für Wasserstoff in Europa auch zu etablieren. Und da gibt es auch andere Länder, auch wie in Norwegen und so. Also es ist nicht so, dass es immer bei Importen immer nur um Länder des globalen Südens geht, sondern es gibt auf jeden Fall auch andere Länder, die da spannend sind. Das gilt aber eben auch für Länder wie Kanada oder vielleicht auch Australien, was dann Transportfragen und sowas eher schwierig macht. Aber das vielleicht noch so als Punkt, es geht nicht immer nur tatsächlich um Länder des globalen Südens bei der Importfrage. Aber ja, ich finde es richtig, dass auch die heimische Produktion, die europäische Produktion verstärkt angegangen werden muss. Ja, vielen Dank. Ich würde dann pingpongmäßig nochmal Charlie ansprechen. Und zwar ist bei euch bei Ende Gelände bei den Blockadeaktionen ja immer ein Motto gewesen: We shut shit down. Wir haben jetzt aktuell ja schon die Situation rund um die Gaskrise, dass Debatten anfangen darüber, was eigentlich jetzt im Herbst, wenn das Gas knapp werden sollte, eigentlich zuerst abgeschaltet werden sollte, ob man die Reihenfolge umdreht, ob jetzt in die Haushalte zuerst ankommen sollen oder welche Industrien dann eigentlich als erstes dran sein sollten. Wäre das für euch, also wo würdet ihr da anfangen und vielleicht auch in die Zukunft gedacht, wäre das für euch dann auch eine Option, das Abschalten, Drosseln oder Rückbauen, wenn wir tatsächlich in Situationen kommen sollten, dass eben der grüne Wasserstoff zumindest nicht in der Qualität oder auch in der Nachhaltigkeit verfügbar ist, in der man ihn gerne hätte? Ja, also wenn wir über Produktion im Generellen reden, dann sind wir immer der Meinung, dass wir uns eigentlich gesamtgesellschaftlich überlegen müssen, was sind sinnvolle Industriezweige. Und da müssen wir demokratisch entscheiden, was brauchen wir, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen und nicht, was bringt uns die größte Profit hier an. Und wenn wir dann über Wasserstoffknappheit in Zukunft reden oder über grüne Wasserstoffknappheit, dann müssen wir natürlich gemeinsam schauen, was sind notwendige Industrien, die damit versorgt werden sollen. Und du hast es schon gesagt, die gleiche Frage können wir uns heute eigentlich auch schon stellen, weil wir haben das gleiche Problem jetzt eben schon mit Erdgas. Und da sind wir definitiv der Meinung, dass wir eine Reduktion von gewissen Wirtschaftszweigen brauchen. Und da kann man beispielsweise bei der Flugindustrie anfangen. Allein in Deutschland gibt es nur sehr wenige Menschen, die vom Flugverkehr profitieren. Wenn man das Ganze sich weltweit anguckt, dann sind wir im einstelligen, niedrigen Prozentbereich von den Menschen, die vom Flugverkehr profitieren. Gleichzeitig leiden fast alle Menschen unter den Folgen davon. Das Gleiche beziehen wir auf die Autoindustrie und auch auf die Rüstungsindustrie. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir die Industrie verändern können. Und jetzt hast du nach unseren Aktionen gefragt. Generell finden wir es natürlich immer gut, wenn Sachen in der Hinsicht lahmgelegt werden. Aktionistisch sehen wir aktuell trotzdem unseren Fokus weiterhin da, wo fossile Energie erzeugt wird oder eben auch transportiert wird. Eben genau deswegen, weil wir uns auch dazu gezwungen sehen, wenn die Bundesregierung 2022 noch Milliarden in fossile Infrastruktur steckt, genau hier zu sagen, als Bewegung machen wir da nicht mit, wir machen Druck auf die Bundesregierung und wir leisten Widerstand und fordern eben eine wirklich erneuerbare Energiezukunft. Und da müssen wir auch über Sachen reden, wie Schlüsseltechnologien zu enteignen, um wirklich eine Energieversorgung zu gewährleisten, die dezentral ist, die demokratisch ist und in Bürgerinnen hand. Und wenn wir über solche Themen reden, kommen wir dann natürlich automatisch irgendwie dahin zu sagen, wir reden jetzt mal über ein Systemwandel, wir müssen über Themen wie DIKOS reden und das auch wirklich ernst machen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt, Johanna und Tobias, euch beide nochmal wieder in die Diskussion reinholen. Und zwar beschäftigt ihr euch ja auch damit, wie nach welchen Kriterien eine sogenannte Hydrogen Justice, also ein gerechter Wasserstoffhandel, aufgebaut werden könnte. Und ich glaube, das ist ja ein relativ interessantes Thema, das, glaube ich,
mit dem sich ja viele gerade beschäftigen, für Institutionen, wo auch schon solche Listen und Kataloge aufgestellt werden, hat auch die Klimaallianz zusammen gemacht, der Wasserstoffrat. Und eine Frage, über die ich dabei immer stolpere, ist eigentlich die Größenordnung, in der diese Infrastrukturen dort gerade gebaut werden. Ne? Wir reden da ja von diesen Schiffsterminals, wir reden von großen Tankern, wir reden von Pipeline-Systemen und gleichzeitig dann so ein bisschen der Idee einer lokalen, lokal kontrollierten, einer dezentralen Energiewende, wie wir sie ja auch irgendwie in Europa haben und gerne verfolgen. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, lässt sich das eigentlich unter einen Hut bringen? Ne? Ließe sich so eine sehr quasi dezentrale Energiewende dann mit diesen Wasserstoffinfrastrukturen auch koppeln? Und da würde ich erstmal um eure Gedanken dazu fragen und vor allem eben auch, auf welcher Ebene denn eigentlich so eine Wasserstoffgerechtigkeit vor allem durchgesetzt werden müsste. Ihr habt ja auch schon über die verschiedenen politischen Ebenen geredet. Seht ihr das eher lokal? Seht ihr das tatsächlich auf nationaler Ebene mit der Industriepolitik, wie wir das gerade eben aus einer Linie auch gehört haben, oder seht ihr das vor allem über internationales Recht oder internationale Abkommen? Ich gebe euch beiden. Soll ich von hinten anfangen? Okay, ich kann mal mit der letzten Frage einfach einsteigen. Gerechtes Wasserstoff, das ist sehr schwierig. Ich glaube, es muss auf allen Ebenen implementiert werden, da gibt es nicht nur eine. Also glaube ich einmal sehr abstrakt, auf der globalen Ebene muss es ja gerechte Wasserstoff-Governance geben, halt Atmosphäre und gerechte Handels- und Finanzpolitiken geben, Nachhaltigkeitsstandards, Zertifizierungen, irgendwo Finanz- und Technologietransfers, heißt das Technologie und aber auch das Wissen dazu, darf halt nicht nur im globalen Norden befestigt sein und dann mitgetragen werden, sondern es müssen gerechte Transfers und auch Ownership von diesen Technologien einfach da sein, auf jeden Fall. In den Verbraucherländern heißt zum Beispiel in Deutschland, die Wasserstoff dann importieren. Wie Andrea schon gesagt hat, aber auch du gerade mit Deep Growth, brauchen Energiesuffizienz, wir müssen Industrien runterfahren. Wir müssen Energie einsparen, Energieeffizienz weiter vorantreiben und halt nicht unser aktuelles Konsum aufrechterhalten durch Wasserstoffimporte. Das ist auch immer ganz wichtig. In den Erzeugern oder produzierenden Ländern gibt es auch ganz viele Sachen. Also einmal ist es ganz wichtig, dass diese Wasserstofferzeugung oder auch Wasserstoffstrategien, wie ich glaube schon gesagt habe heute, mit den lokalen Politiken, also zum Beispiel erneuerbaren Energiepolitiken, auf jeden Fall zusammenhängt und dass erstmal darauf geachtet wird, dass die klimapolitischen Ziele in diesen Ländern erreicht werden, zum Beispiel Dekarbonisierung, aber auch Elektrifizierung von der lokalen Bevölkerung, dass das auf jeden Fall Vorrang hat und dieser Ausbau von erneuerbaren Energien halt nicht in die Exporte fließen darf. Heißt auch, wenn zum Beispiel PV oder Wind gebaut werden, muss erst die lokale Bevölkerung davon profitieren, erst dann da profitiert werden. Das Gleiche zum Beispiel, ich glaube, das hatten wir heute noch nicht, dadurch, dass Wasserstofferzeugung natürlich sehr viel Wasser braucht, muss auch gewährleistet sein, dass das Wasser erst zur lokalen Bevölkerung fließt und nicht für diese Wasserstofftransport genutzt wird. Das ist auch in den Erzeugerländern und auf lokaler Ebene oder auf Projektebene wäre es auf jeden Fall, dass natürlich die Bevölkerung Mitbestimmungsrecht hat und nicht nur konsultiert wird, aber auch ganz klar im Konzept gefragt wird. Ich glaube, da gibt es noch einige, aber du möchtest du weiterhin, das wäre nicht so viel. Ich kann was sagen, vielleicht zu der Maßstabsebene, so auf welchen Maßstäben und wie groß sollen diese Anlagen sein. Und zwar ist es meistens nach technisch schon möglich, auch auf sehr kleine Maßstabsebene zu produzieren, aber Anlagengrößenumfang von 1 Megawatt sind durchaus möglich auf Angebotsseite. Und jetzt werden ja auch schon, sind ja auch schon erneuerbare Energienanlagen eben genossenschaftlich eben betrieben werden und weiter. Dann schaltet man halt noch mit Elektrolyse und dann produziert man Wasserstoff. Das geht auch in anderen Eigentumsverhältnissen. Ein Problem dabei ist dann aber, dass auf der Nachfrageseite die AbnehmerInnen fehlen, weil Wasserstoff eigentlich dann vor allem halt für Großkunden Sinn macht, in der Industrie eben oder eben in der Logistik und nicht unbedingt für die Privatkunden. So, deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob das so ökonomisch sinnvoll ist, kleine maßstäbliche Produktion zu haben, wenn halt auf der Abnahmeseite die Nachfrage fehlt. Und es ist natürlich auch teurer, weil eben Skaleneffekte eine Rolle spielen und eben großmaßstäbliche Anlagen viel günstiger produzieren können. Per Megawatt, per Kilogramm Wasserstoff dann so.
was vielleicht, was durchaus möglich ist, das ist, das wird teilweise ein bisschen schon erprobt, auch ist in eher so entlegenen Gegenden, die nicht an, im Süden, die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind, die eben off-grid Energienetze auch oder Energieerzeugung im Aufbau, dass man dort, Andrea, du hast angesprochen, eben Wasserstoff als Speicherlösung dann auch nutzt, eben quasi, wenn ein überschüssiger Strom tagsüber produziert wird, der nicht gebraucht wird, dass der eben per Wasserstoff gespeichert werden kann, aber das ist durchaus eine Möglichkeit, auch kleine Anlagen, kleine Wasserstoffanlagen auch zu nutzen. Frage so ein bisschen da, ob dann eventuelle Batterien auch kostengünstiger werden. Das ist, glaube ich, noch auch unklar. Und dann so ein bisschen Frage, was aber ist es auch in vor allem Ländern des globalen Südens auch möglich, in größerem Maßstab Wasserstoff zu produzieren unter fairen ökologischen Bedingungen? Das ist, glaube ich, genau, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, einerseits, wenn diese Wasserstoffproduktion für den eigenen Gebrauch stattfindet, können durchaus auch positive Effekte entstehen. Wir haben es vorhin auch schon aus dem Publikum, dass eben, wenn Wasserstoff auch verwendet wird für die eigene Industrie, wenn vielleicht auch noch andere Industrieprodukte hergestellt werden, die eben mit der Wasserstoffwertschöpfungskette zusammenhängen, sowas wie Brennstoffzellen, dass dann durchaus auch positive auch Wertschöpfungseffekte in diesen Ländern entstehen können und es durchaus Sinn machen würde, eben beispielsweise dort eben auch die Industrieproduktion hinzuverlagern, wo eben die Energiequellen sind. Und wenn die Energiequelle für die Stahlproduktion eben in Bayern Süden ist, dann würde es auch durchaus Sinn machen, dort auch die die Stahlerzeugung auch stattfinden zu lassen, was natürlich nicht so einfach stattfinden wird, aber dort könnten auf jeden Fall auch, könnten die globalen politischen Ökonomie auch Wertschöpfungskette umstrukturiert werden. Es besteht aber auch die Gefahr, dass eben auch grüner Wasserstoff in Ländern wie beispielsweise Südafrika und Chile, ist das derzeit der Fall, auch genutzt wird, um eben den Bergbau grüner zu machen und quasi dann aber auch damit auch so extraktive Entwicklungsmodelle auch green zu waschen. Also das gibt es halt durchaus auch, diese Gefahr besteht. Und auch für den Export ganz kurz noch so, glaube ich auch, dass es durchaus Möglichkeit gibt, eben, dass Länder im globalen Süden nicht die Kontrolle über die Energieressourcen an multinationale Konzerne und westliche Regierungen abgeben, sondern die selbst behalten, diese Ressource entwickeln und eben dann auch davon profitieren können, so einen wichtigen Energielieferanten im globalen Energiesystem zu werden. Auch da aber wieder die Gefahr, und das zeigt sich auch bei einigen Staaten, die zur politischen und wirtschaftlichen Macht erlangen, aber wo Eliten diese Macht auch abschöpfen und oder benutzen, um quasi dann auch weniger demokratisch zu regieren und sich eher autoritäre Systeme verfestigen. Also auch da würde ich sagen, das ist ambivalent. Ich denke, es gibt Potenzial so für kleinskalige auch Großskalproduktion, wenn sie unter sozialen und ökologischen Bedingungen auch stattfinden. Ja, vielen Dank euch. Ich würde genau diese Kriterienfrage nochmal bleiben. André, du begleitest ja auch die Arbeit des Nationalen Wasserstoffrats immer so ein bisschen. Und da fand ich es ganz spannend zu sehen, da wurden ja auch Kriterien für Nachhaltigkeit quasi beschlossen, die sich sehr eng an dem orientiert haben, was auch die Klimaallianz tatsächlich dort eingebracht hat, als was also von zivilgesellschaftlicher Seite kam, obwohl dieser Wasserstoffrat ja doch mehrheitlich eher durch die Industrie besetzt ist. Magst du dazu eine Einschätzung geben, wie hoch schätzt du quasi dieses Commitment dort ein, tatsächlich sehr verbindliche Kriterien auch festzulegen, oder wie weit sind wir eigentlich politisch davon entfernt, dass dort tatsächlich auch klare und verbindliche Standards in Deutschland eigentlich eingeführt werden für solche Importe? Also ich finde, das kann man schon auch tatsächlich als erstmal als Erfolg der Klimaallianz und auch des BMD und der NGOs, die Klimaallianz und BMD da unterstützt haben, dieses Papier erstmal zu schreiben und dann quasi in den Nationalen Wasserstoffrat einzubringen. Und die Klimaallianz und der BMD haben das einfach erfolgreich verteidigt, würde ich sagen, und das geschafft, dass das durchgegangen ist. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass das Papier damals von der Bundesregierung nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen hat oder dass quasi erstmal unverbindlich zur Kenntnis genommen wurde, sagen wir es mal so. In der
neuen Bundesregierung nehmen wir da schon auch wieder mehr Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeitsstandards wahr. Und es gibt ja zum Beispiel auch bei dem Instrument H2 Global, das quasi die internationalen Wasserstoffprojekte fördern soll, auch schon einen Nachhaltigkeitskriterienkatalog, der dahinter steht und Anwendung finden soll. Das Ganze ist auch gerade in Konsultation. Man kann sich da also auch gerade beteiligen, wenn man möchte. Da ist auch was passiert und das heißt aber auch, dass sich bei uns auch die Diskussion weiterentwickelt hat. Also damals ging es ja erstmal darum, überhaupt so eine Kriterienliste erstmal zu erstellen, weil die gab es damals noch gar nicht. Das heißt, wir haben erstmal damit Dimensionen festgezurrt und in die Diskussion eingespeist, die wir als wichtig erachtet haben. Worum es jetzt aber zunehmend geht, ist die Frage, wie und wo implementieren wir das eigentlich und wer überprüft das? Und das ist, glaube ich, eine Frage, wo noch viele Fragezeichen noch offen sind, die auch wirklich schwierig zu beantworten ist. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder in diese Dimensionsfrage, auf welcher Ebene beantworten wir das eigentlich? Und wahrscheinlich ist es auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Instrumenten jeweils ein bisschen anders dann quasi beantwortet, das Thema. Ich glaube nicht, dass es eine rein deutsche Antwort auf das Thema Nachhaltigkeitsstandards geben kann und sollte. Vor allem auch aus dem Gerechtigkeitsblick heraus ist es aus unserer Perspektive etwas, das wir auch zusammen mit den Partnerländern entwickeln müssen und wo wir quasi in die Diskussion gehen müssen mit Ländern des globalen Südens und anderen potenziellen Partnerländern und uns aber auch wirklich schnell auf ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeitsstandards verständigen müssen. Wir fanden da jetzt in der letzten Zeit auch die Ebene von G7 relativ spannend, weil das halt die Industrienationen sind, die da zusammenkommen und gleichzeitig Deutschland gerade die G7-Präsidentschaft innehat. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, die Diskussion auf der Ebene voranzutreiben. Wir haben aber auch immer gesagt, das könnt ihr nicht alleine machen, sondern ihr müsst das quasi eben, wie gesagt, mit den Partnerländern diskutieren. Und das sind wir weiter dran. Und wir sehen aber zum Beispiel auch, dass es natürlich auf dieser multilateralen Ebene deutlich schwieriger ist, sich auf Nachhaltigkeitsstandards zu verständigen. Was wahrscheinlicher ist, ist, dass auch in multilaterale freiwillige Initiativen entstehen, wie so Frontrunner-Initiativen, die sich für eben besonders grünen Wasserstoffeinkauf engagieren oder dazu verpflichten. Das wären dann aber wahrscheinlich eher privatwirtschaftliche Initiativen und vielleicht ein paar Länder, die das dann noch mit unterstützen. Das hat aber dann natürlich nicht den systematischen Impact, den wir uns erhoffen. Das heißt, wir versuchen da weiter über G7 Druck zu machen und eben quasi auch die Bundesregierung zu unterstützen, da das Thema weiter voranzutreiben. Eine andere Ebene, die wir spannend finden, ist auch auf der Europäischen Union, wo es auch eben noch kein einheitliches Verständnis für Nachhaltigkeitsstandards gibt. Es gab vor kurzem das erste Mal eben einen Vorschlag, was die Europäische Kommission unter grünem Wasserstoff versteht. Das bezieht sich aber eben nur auf die Strom-Input-Frage, also wie streng wird die Zusätzlichkeit von erneuerbaren Anlagen gehandelt, wie gehen wir damit um, wenn der Elektrolyseur am Stromnetz hängt und wie stellen wir fest, wann er halt wirklich grün ist, der Wasserstoff, und wann nicht. Und wann darf er dann als solcher auch vermarktet werden am Ende. Und gleichzeitig genau, welche CO2-Einsparungen muss der grüne Wasserstoff auch vorweisen, damit er noch als grüner Wasserstoff bezeichnet werden kann. Das heißt, das sind die einzigen Dimensionen, die wir da bisher erstmals definiert sehen. Die anderen Dimensionen eben wie Zusätzlichkeit bei Wasser, des Wasserbedarfs oder eben diese Landnutzungsfragen, aber eben auch die eher sozioökonomischen Fragen, wie können wir es erheben, ob tatsächlich auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Ländern selbst entstanden sind. Die finden sich da noch nicht wieder. Aber wir sehen, dass zum Beispiel das neue vorgesehene, das nennt sich Global European Hydrogen Facility, ein ganz spannender Ort wäre, um sowas vielleicht anzusetzen. In meinem Verständnis würde das wahrscheinlich ähnlich funktionieren, wie das H2 Global für Deutschland gerade macht. Und deswegen könnte das ein ganz guter
Sammelpunkt sein und da eben auch ein Mindestset an Standards zu verankern, die dann eben für alle Importprojekte gleichermaßen gelten würden. Genau. Aber trotzdem hat Deutschland natürlich auch, wie gesagt, einen Hebel, wenn es vor allem eben um diese H2-Partnerschaften geht, wo wir gehört haben, dass es da vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial gibt, um das gerechter auszugestalten. Wie gesagt, H2 Global ist auch eines dieser Instrumente, wo wir aber eben auch schon Nachhaltigkeitsstandards sehen. Das heißt, es passiert auch ein bisschen was. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Noch eine Frage an Charlie. Wir haben, das habe ich ja eingangs schon so ein bisschen beschrieben, in den letzten Monaten relativ viel mit verschiedenen Leuten aus der Zivilgesellschaft, aus der Klimabewegung, aus der Wissenschaft über diese Frage von Wasserstoffimporten geredet und diskutiert, und letztlich im Wesentlichen gab es immer so zwei Pole oder zwei Positionen. So, die eine war, diese Importe werden so oder so kommen in den nächsten Jahrzehnten und man sollte sich jetzt darauf fokussieren, möglichst verbindliche Kriterien dafür eben auch zu erreichen. Und der andere Pol ist ein bisschen zu sagen, diese Importe werden letztlich immer neokolonialen Mustern folgen, wenn sie in so großem Maße stattfinden, und eigentlich sollten wir uns kategorisch dagegen stellen. Von Ende Gelände lag meistens immer so an diesem letzteren Ende. Und daher ist ja nicht nochmal die Frage, magst du diese Haltung nochmal begründen? Und darüber hinaus aber eben auch, siehst du das Gefühl, dass diese beiden Ansätze sich tatsächlich ausschließen oder lassen sich auch in irgendeiner Weise verbinden oder quasi parallel fahren? Ich würde mal mit unserer eigenen Position anfangen, bevor ich auf diese Verbindungsfrage eingehe. Für uns stellt Wasserstoff schon so dar, dass es primär gerade darum geht, Deutschland als Wirtschaftsstandort zu sichern. Es geht darum, Profite zu sichern. Es wird gesagt, Wasserstoff ist irgendwie jetzt der neue Brennstoff, auf den wir in der Zukunft setzen können. Aber die Probleme, die damit einhergehen, werden ausgelagert. Und Deutschland und auch die EU setzen primär auf afrikanische Länder, was den Import angeht. Und auch wenn wir es gehört haben, da sind auch Sachen wie Kanada oder Portugal im Gespräch, der Hauptbestandteil soll aus afrikanischen Ländern importiert werden. Und hier werden extrem die Probleme, wie ich meinte, ausgelagert. Wir haben auch gehört, es geht da um verschiedene Länder. Es geht um Wasser, es geht um Flächennutzung, es geht um Energienutzung, es geht teilweise auch um Menschenrechte, wenn sich Aktivistinnen dagegen wehren wollen. Und ich fand es total gut, dass du vorhin schon so die Login-Effekte angesprochen hast, weil wir reden immer über deutsche Login-Effekte, aber dass diese Login-Effekte eben auch in afrikanischen Ländern, bei generellen Ländern des globalen Südens entstehen, da redet irgendwie niemand drüber. Und es wäre ja schön, wenn dann auch die Länder im globalen Süden davon der Wertschöpfung profitieren würden. Das mag auch in vereinzelten Projekten so sein, aber im Großteil der Projekte ist es eben so, dass die primär exportieren sollen und die Wertschöpfung in Deutschland stattfindet. Und da sagen wir ganz klar, dass wir als reiche Industrienation diese verheerenden ökologischen und sozialen Folgen in den Ländern in Kauf nehmen, dass das Klimaproblem ist. Und jetzt zum zweiten Punkt deiner Frage. Wir verstehen natürlich die Haltung von NGOs, dass es für sie lohnt, sich für fairen Handel einzusetzen. Und natürlich kann fairer Handel die Welt auch, sag ich mal, wenn es gut läuft, ein Stück weit besser machen. Und kann auch eventuell uns als Bewegung Handlungsspielräume ermöglichen. Aber es ist dabei ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es eben nicht systematisch an den Ausbeutungsverhältnissen ändert, in dem wir leben. Trotzdem wollen wir mit NGOs uns austauschen, wir wollen trotzdem voneinander lernen, wir wollen auch solidarisch miteinander sein, weil unsere Richtung oder unsere Bewegung in eine ähnliche Richtung geht. Aber wir sagen auch trotzdem ganz klar, wir sind eine soziale Protestbewegung. Wir sitzen eben nicht mit Parteien an einem Verhandlungstisch. Wir können ganz klar gegen die aktuelle Politik argumentieren, die eben eine kapitalistische, profitgetriebene ist. Wir setzen hier im Gegenteil eben auf Selbstorganisation, auf Solidarität untereinander. Wir wollen uns austauschen mit Basisbewegungen, mit antikolonialen Basisbewegungen und wirklich einen gemeinsamen Kampf führen für eine Welt, die eben ohne Ausbeutung klarkommt, die ohne Ausbeutung von Menschen klarkommt, aber auch von der Natur klarkommt, die ohne koloniale Landnahme klarkommt und ohne Umweltzerstörung betreiben.
Vielen Dank. Ich habe eine letzte Frage, bevor ihr auch nochmal die Chance bekommt, was zu fragen. Und zwar noch einmal, wir haben immer wieder heute uns von verschiedenen Seiten diesem Thema genähert. Ein aktueller Aufhänger für diese Wasserstofffrage ist ja eben der Ausbau der LNG-Terminals, der gerade entlang der Küsten geplant wird. Das sind jetzt mehrere von den also kurzfristigen schwimmenden Terminals schon in Arbeit, aber auch die Standorte für die festen werden jetzt vergeben. Immerhin mit dem Argument der Wasserstoff-Readiness, die aber eben nicht näher ausdefiniert ist. Daher an euch alle jetzt reihum im Grunde nochmal die Frage, wie geht ihr gerade damit um politisch? Wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld? Was wären eure Forderungen und Positionen zu der Frage von LNG-Terminals und ihrer Wasserstoff, ihrer möglichen Wasserstofffähigkeit? Ich würde einfach mal bei Andrea anfangen und das Podium entlang gehen. Wir kommunizieren einfach mal sehr klar, dass wir den Umfang der LNG-Terminals nicht nachvollziehen können, dass wir insbesondere die stationären Terminals ablehnen und das hat zwar bedenkt, dass für LNG-Terminals einfach ein Mythos ist, sozusagen. Das ist einfach nicht der Fall und das heißt einfach klar Ablehnung und Demystifizierung ist da ein bisschen unsere Strategie. Wir thematisieren aber immer auch, und da sehen wir teilweise noch das größere Risiko als bei den Terminals selbst, dass es insbesondere nicht darum gehen kann, jetzt langfristige Verträge auch mit LNG-Exporteurinnen einzugehen, weil das ist das, wo tatsächlich, glaube ich, das große Lock-in-Potenzial hängt, während halt sonst im Zweifel ein Terminal auch einfach ungenutzt rumsteht, sind es die Verträge, die uns dann wirklich quasi in die Pfade einlocken und einsperren. Das heißt, das ist was, wo wir, glaube ich, auf jeden Fall wachsam sein müssen, wie diese LNG-Partnerschaften tatsächlich auch vertraglich hinterlegt sind. Und ansonsten wollen wir aber auch tatsächlich dazu beitragen, zu verstehen, wie müsste dann aber im Vergleich eine H2-Import-Infrastruktur aussehen? Was verstehen wir darunter und wann müssen wir damit anfangen? Das heißt, da arbeiten wir gerade dran, auch mit anderen NGOs uns dazu zu positionieren und um dem was quasi entgegensetzen zu können. Ne? Damit wir halt eben nicht immer in dieses LNG und Gas ist gleich Wasserstoff reinkommen, sondern erstmal die Diskussion wieder auseinander entflechten sozusagen und dann quasi einen Alternativvorschlag präsentieren können. Und das Gleiche gilt eben auch für das Thema H2-Partnerschaften, wo ich auch total interessiert wäre, mich mit euch noch ein bisschen mehr dazu auszutauschen, wie wir da wirklich auch besser vorankommen können, weil da gibt es auch so ein bisschen diese Vermischung von die heutigen LNG-Partner sind die künftigen H2-Partner, was ja nicht immer unbedingt sinnvoll ist oder fein ist oder zumindest nicht dieser Automatismus ist, der also ein bisschen zu geprägt wird. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, ich als Organisationsuniversität Hamburg habe dazu keine Positionierung, ich kann es so interessieren. Vielleicht von meiner Seite, das deckt sich eigentlich sehr viel mit dem, was Andrea gesagt hat. Also Gefahren, wer steckt hinter diesen Investments, wie langlebig sind die, und wie glaubst du wirklich mit der finanziellen Einspeisung? Und vor allem, genau, es sind halt einfach Lock-ins, die uns da bevorstehen. Es ist ein Greenwashing, kann ich mir vorstellen, wird dann auch vom Gas auf einmal so ein grünes Gas geben. Genau, und in verschiedenen Sektoren sehen wir es ja, wie Tobias auch schon angesprochen hat, zum Beispiel im Heizsektor, dass das einfach schon benutzt wird, dieses H2-Ready, dass es einfach grün wird. Was ich auch noch spannend finde, muss ich mich aber auch noch mehr informieren, ist, wir haben ja diese Wasserstoffleiter vorhin gesehen mit den verschiedenen Sektoren, wo Wasserstoff alternativlos ist, wo es aber halt auch nicht benutzt werden sollte. Und was ich mir so ein bisschen frage, ist, wenn es eingespeist wird, woher wissen wir dann, wo dieser Wasserstoff eigentlich hingeht und wo dann Einfluss hat und wo nicht. Genau, weil letztendlich werden es dann nicht mehr die spezifische Industrie sein, die den Wasserstoff bekommt, sondern es wird einfach überall verteilt und wir können gar nicht mehr einschätzen, wo dieser Wasserstoff eigentlich landet. Das wäre so meine Perspektive. Für uns ist diese H2-Readiness eigentlich eine Unterstreichung der drei Hauptpunkte, die ich vorhin genannt habe, und zwar, dass diese H2-Readiness genutzt wird, um Energieterminals zu legitimieren, dass es dazu genutzt wird, weiterhin in der kapitalistischen und technikbäuerlichen Energielogik zu bleiben und dass es auch weiterhin rechtfertigt, neokoloniale Ausbeutung voranzutreiben. Und
dass das auch so unsicher ist mit dieser H2-Radius und wir trotzdem die ganze Zeit darüber reden, zeigt für uns eigentlich nur die Absurdität eigentlich der Debatte und mit welchen fast schon verzweifelten Mitteln PolitikerInnen eigentlich versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten. Und es ist immer noch nur darum geht, den Wirtschaftsstandort zu sichern, statt, wie ich schon gesagt habe, sich wirklich mal grundlegende Gedanken zu machen, wie transformieren wir unsere Gesellschaft, dass wir eben nicht von Krise in Krise rutschen, denn was wir jetzt gerade wieder erleben mit der Gasknappheit, mit den Debatten über Wasserstoff, das ist einfach ein Resultat aus unserem Wirtschaftssystem, was wie gesagt in diese multiplen Krisen führt. Und da müssen wir uns jetzt als Gesamtgesellschaft eigentlich überlegen, wie kommen wir langfristig, und zwar nicht nur aus dieser Krise raus, sondern eigentlich aus diesem total krisenhaften, kaputten System raus. Ich habe gar nichts hinzuzufügen, weil viel gesagt wurde, vielleicht eine Zahl, die ich auch noch interessant finde, also vor allem, wenn es darum geht, um grünes Gas, das auch nochmal kritisch zu durchleuchten. Was heißt es eigentlich, wenn man mal den aktuellen Erdgasverbrauch, das ist so bei knapp 1000 Terawattstunden jährlich in Deutschland, gegenüberstellt zu dem, was 2030 an grünem Wasserstoff in Deutschland genutzt werden soll, das sind so 11 bis 14 Terawattstunden, dann sieht man, dass es so verschwindend gering ist. Und selbst wenn das alles quasi beigemischt werden würde ins Gasnetz, dann wäre die Beimischquote 1,5%. Und das wird es nicht passieren, weil es gibt nach viel Sinn, das gezielt zu verbreiten, aber das zeigt nochmal, dass das auf jeden Fall eine Legitimierungs- und Diskursstrategie auch ist, von Gasunternehmen eben sich als grün zu bezeichnen, aber dass das wirklich verschwindend geringer Anteil dann wirklich auch in nächster Zeit auch davon wirklich grünes Gas sein werden. So. Und ich glaube, das nochmal so aufzuzeigen, zu demystifizieren, so, dass das finde ich auch nicht. Ja, vielen Dank euch. Wir sind quasi mit der Zeit am Ende, aber ein paar Minuten würde ich, glaube ich, wenn ihr nicht alle schon einen ganz großen Drang habt, sofort rauszulaufen, dann würde ich uns noch nehmen, um eben auch nochmal ein paar Fragen, die ihr vielleicht aus der Runde habt, oder Anmerkungen auch zu hören. Ihr wart ja schon auch viele von euch anscheinend sehr tief in der Diskussion drin, wie man eure Fragen Kommentaren entnehmen könnte. Ich würde das Mikro dann tatsächlich mal so durchzureichen, weil es kommt nicht ganz. Ich bin nicht von Gaswechsel und wir machen so ein bisschen die Verbrauchsseite von Gas, weil wir gerade schon gehört haben, dass wir das Gas irgendwie nicht importieren sollten und selber jetzt schon kriegen wir wahrscheinlich nicht im ausreichenden Maß hin. Was mich interessiert, wenn du das vorhin schon angesprochen hast, dass der Gasverbrauch gerade beim Gebäude- und Wärmesektor eben schwer zu vermeiden ist. Und natürlich haben wir irgendwie, sag ich mal, die politische Lösung schon angesprochen, dass wir im Industriesektor machen müssen, dass wir Konzerne enteignen sollten und da irgendwie auch vielleicht viel einfach in die Industrie eingreifen könnten. Und da haben wir irgendwie ordnungspolitische Mittel und da ist klar, wer verantwortlich ist. Und da ist irgendwie klar, wie wir als Klimagerechtigkeitsbewegung darüber kommunizieren sollten. Das macht Ende Gelände ja zum Beispiel auch schon ganz viel. Aber was sprechen wir denn an, wenn wir einfach Millionen Haushalte in Deutschland haben, die vielleicht ihre Gasheizung nicht selber benutzen, aber für die eine Umstellung in der Art, wie geheizt wird, auf jeden Fall ein finanzieller, extrem finanzieller Schaden bedeuten würde und wo die, sag ich mal, selber nicht so den Mehrgewinn haben. Und wie kriegen wir das hin, dass wir da keine Individualverantwortungsdiskussion draus machen? Das ist einfach die Frage, wie regeln wir darüber, dass wir eine sehr dezentrale Wärmewende irgendwie durchziehen müssen, die sehr teuer wird und die für viele Menschen eine Veränderung bedeutet, die notwendig ist, aber irgendwie nur aus Solidarität mit jemandem sehr weit weg passiert. Vielen Dank. Fühlen sich Menschen wirklich berufen? Oder hattest du speziell an eine Person gedacht, was du machen? Dann beginnt jetzt der Wettbewerb der Ideen. Ich kann ja mal vielleicht versuchen anzufangen, weil ich habe das, da waren mehrere Ebenen irgendwie drin. Ne? Also ich bin jetzt keine Expertin für Wärmewende tatsächlich und ich glaube, das Frage der sozialverträglichen Wärmewende wäre auch mal eine eigene Veranstaltung. Ich habe verstanden, ihr macht auch was dazu. Deswegen glaube ich, wird es dann da auch nochmal eine große Rolle spielen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Erstens natürlich tatsächlich von den Investitionen, die Haushalte leisten müssen. Wir haben die ganze Mieterinnen-Thematik, die noch ungelöst ist. Das ganze Thema Kaltmieten, Warmmieten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da wird auch einiges gerade entwickelt und es gibt auch einiges an Förderprogrammen. Das löst das Problem wahrscheinlich nicht zu 100% und wir haben auch immer noch das Fachkräfteproblem und. Trotzdem ist es
ein Bereich, wo wir eigentlich andere technologische Lösungen haben, die deutlich effizienter sind. Und deswegen kommt Wasserstoff halt einfach für den Gebäude- und im Haushaltsbereich nicht in Frage, weil das quasi ineffizienteste ist, was du machen kannst. Und das heißt, am Anfang der Kette stehen halt noch mehr erneuerbare Anlagen, die du eigentlich dafür bräuchtest. Und dann kommen wir noch mehr in diese ganzen Gerechtigkeitsfragen, die wir gerade diskutiert haben. Ich möchte es auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, dass wir echt aufpassen müssen, nicht in diese Individuallösungen zu fallen, aber das ist das, was gerade ganz extrem passiert. Also man gibt jetzt schon, ich weiß nicht, bei Instagram und bei Twitter so einen Hinweis, man soll jetzt noch 5 statt 7 Minuten duschen, wie viel Energie man damit einsparen würde. Das ist absurd. Also natürlich sind wir immer für Energiesparen, das ist überhaupt keine nicht die Frage. Ne? Aber darüber zu reden, dass BürgerInnen nicht mehr duschen sollen oder nicht mehr heizen sollen, während in anderen Industriezweigen einfach so Unmengen an Energie verschwendet wird, da fallen mir schon keine Worte eigentlich mehr zu ein. Ich kann mich dann nur anschließen, was du gesagt hast, wir brauchen die Lösungen vor Ort, wir brauchen eine Wärmewende und dafür brauchen wir aber Geld. Und anstatt jetzt ja Milliarden in fossile Infrastruktur zu investieren, könnte man halt auch Milliarden in eine Wärmewende investieren und in erneuerbare Energien. Aber das passiert aktuell einfach viel zu wenig. Ich habe noch Zeit da kurz. Ja, gibt es noch Meldungen? Ja, bitte. Ja, ich bin in dieser Grundsatzfrage, Wasserstoff ja oder nein, tatsächlich ziemlich deutlich auf der Seite von Adrian. Ich glaube tatsächlich, dass, dann haben wir ein bisschen nachgesagt, wer sich dieser Wasserstoff den Ersatz der fossilen Moleküle durch erneuerbaren Wasserstoff, wer das stoppt, macht jetzt betreffend letztlich das Geschäft der fossilen Industrie. Die Alternative zu grünem Wasserstoff ist nicht Degrowth, sondern die realistische Alternative ist die weitere Verbrennung von Öl und Gas. Und ich glaube, das ist eine historische Notwendigkeit, die materielle Transition des molekularen Teils der Energieversorgung. Wir haben die Stromversorgung und wir haben die molekülgebundene Energieversorgung. Diese molekülgebundene Energieversorgung der Grundlage von grünem Wasserstoff zu organisieren. Das ist sozusagen der historische Prozess, der notwendig ist. Und dem quasi sich zu verweigern, den muss man gestalten. Ja? Absolut richtig, aber den jetzt aufhalten zu wollen, der betreibt das Geschäft der alten Industrie letzten Endes. Die Welt wird nicht auf Energie verzichten. Ich halte das für illusorisch. Und insofern fällt es wirklich für irregeleitet und der Verweis auf das utopische, bessere, das, was jetzt möglich ist, um den Übergang zu einer grünen Wasserstoffwirtschaft auskreuzen zu wollen. Ich halte es für wirklich fehlgeleitet. Das ist noch die Überleitung für Schlussworte aus dem Podium. Ich sehe schon, da zuckt's. Das ist doch die Überleitung für Schlussworte vom Podium. Magst du anfangen und dann würde ich mal die Runde machen? Jetzt habe ich mir kein Schlusswort überlegt, aber ich wollte darauf schon einmal ergänzen, dass ich diese Haltung problematisch finde, weil aktuell redet die Bundesregierung daran, dass wir 2030 ein Viertel unseres Wasserstoffs mit grünem Wasserstoff bedienen können. Das heißt, 3/4 sind eben nicht grün. So, und wenn wir uns dann angucken, das waren ja eigentlich unsere Klimaziele erreichen wollen, dann passt das rein rechnerisch nicht zusammen. Das war jetzt nicht mein Schlusswort, aber vielleicht bleibt das auch einfach mein Schlusswort. Ist uns auch ein klares Statement. Tobias, kannst du weitermachen? Ich habe es vielleicht auf dieses Schlusswort, aber will einfach dann auch nochmal reagieren und dann ist es das Schlusswort. Ich glaube auch, dass der globale Wasserstoffmarkt, der wird entstehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Gleichzeitig glaube ich, ist es sehr wichtig, gerade eben die Risiken aufzuzeigen, die Gerechtigkeitsfragen damit verbunden sind. Und ich glaube, das, was Andrea auch schon mal eingebracht hatte, es geht wirklich darum, zuerst elektrifizieren, was elektrifiziert werden kann,
auf die inländische Erzeugung zurückzugreifen, Importe innerhalb von Europa, auch gerade aus dem Süden in den Norden zu organisieren und so weiter, bevor dann auf Megaprojekte, die zwar riesige Mengen vielleicht produzieren können, aber unter sehr sozial ökologisch schlechten Bedingungen im globalen Süden zurückgegriffen wird. Genau, ich glaube, da ist einfach gerade auch ein bisschen die Frage, wie geht man vielleicht auch, vielleicht dann noch eine politische Diskursinterventionsfrage, was will man gerade in der Debatte auch bewirken? Und mein Eindruck ist, dass in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich diese soziale Dimension nicht stattgefunden hat. Also es war eine sehr technoökonomische Debatte. Deswegen glaube ich, finde ich, so auch so Diskursinterventionen, die eben auch nochmal diese neokoloniale Dimension aufzeigen, gerade auch einfach sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt entgegenstehen gegen realpolitischen Ansatz, aber ich glaube, beides hat seine Berechtigung gerade. Ich glaube, so ein gutes Schlusswort habe ich gar nicht. Ich muss aber sagen, ich finde es unglaublich faszinierend, wie Wasserstoff genau gerade gehypt wird und letztendlich reproduziert ist, aber die gleichen ausbeuterischen Verhältnisse wie auch andere Energieträger. Und genau, da auch Diskursintervention, muss ich immer darauf hinweisen. Und es darf halt nicht als 1:1 Alternative zu anderen Energieträgern gesehen werden, sondern es muss definitiv mit anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Degrowth, Energieeffizienz und sowas einhergehen. Um denen zumindest ein bisschen entgegenzuwirken und inwiefern es aber wirklich eine Übergangslösung zum alternativen Gesellschaftssystem auch sein kann, ist, glaube ich, noch so eine Frage, solange sich diese Wasserstoffwirtschaft auch einfach in diesem System noch befindet. Lasse ich mir sonst auch eine Frage, glaube ich, stellen. Okay. Ja, vielleicht auch noch das aufgreifend. Ich stimme auch nicht 1:1 mit Jörgs. Das ist auch, glaube ich, bewusst überspitzt. Aber tatsächlich, ja, ich denke, wir werden Wasserstoff brauchen, um Klimaneutralität zu erreichen. Ich kenne auch, ehrlich gesagt, kein Szenario, das ohne Wasserstoff auskommt. Sogar die Szenarien, die sehr stark auf Effizienz setzen oder auch das Uber-Szenario, das auch von sehr starken Rückgang des Wirtschaftswachstums ausgeht. Da ist überall Wasserstoff drin. Also mir sind keine Szenarien bekannt ohne Wasserstoff. Die Frage ist natürlich immer, in welchem Umfang und wo produzieren wir das, quasi zu welchen Bedingungen und was ist das, wo ich total gern dran weiterdenken möchte und auch immer für Austausch bereitstehe. Ja, vielen Dank euch für die Diskussion, vielen Dank euch für den Vortrag, fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Ich fand es heute sehr produktiv. Danke auch nochmal an meinen Kollegen Kai, der sich die ganze Zeit um die Technik gekümmert hat. Genau, abschließend nochmal der Verweis darauf, unsere Publikation dazu liegt hier vorne aus. Nehmt euch gerne auch eine Handvoll Exemplare mit, wenn ihr noch Menschen kennt, die das auch interessieren könnt. Ihr findet das Ganze auch online auf unserer Website. Genau. Als Konzernwerk finanzieren wir uns auch durch Spenden. Wir freuen uns natürlich grundsätzlich, wenn ihr unsere Arbeit auch so unterstützen mögt, findet ihr auch online. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute und ich glaube, das Thema bleibt spannend. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten noch eine ganze Menge zu Wasserstoff, Erdgas und all diesen nicht nur chemischen, sondern eben auch politischen Verbindungen hören. Danke und habt einen schönen und nicht zu hitzegequälten Feierabend.